Für die meisten ARK-Spieler kommt irgendwann der Tag, an dem sie sich einloggen, feststellen, dass ihre Base weg ist und frustriert aufhören. Genau das ist mir passiert. Wo einst meine Base stand, ist jetzt nichts außer ein feuchter Furz zu finden. Wie so einiges im Leben ist der Verlust seiner Base im ARK Ansichtssache. Viele würden jetzt sicher deprimiert sein, sich darüber beschweren, dass man solo und als Anfänger keine Chancen mehr hat, sich aufzubauen, und warten, bis Shark seinen nächsten Community-Server startet. Ich sehe das etwas anders. Ich zocke ARK für den Nervenkitzel, den Grind und die Action im PvP. Das, was ARK für mich ausmacht, findet nicht im Endgame statt. Gerade das Early-Game-PvP und das Aufbauen der ersten Base sind Dinge, die mir besonders Spaß machen. Ich sehe den Foundation-Wipe also nicht als deprimierenden Rückschlag, sondern als eine Chance, etwas Neues zu kreieren. Mein Plan im Grunde besteht nur darin, mir einen Enforcer zu holen. Der Wiederaufbau steht also an. ARK Extinction, eine hervorragende Map, um als Solospieler gerade am Anfang die erste Base und Verteidigung an den Start zu kriegen. Gerade das Turret Farm fällt uns auf Extinction am Anfang besonders leicht. Durch die einfache Möglichkeit, schnell an Electronics zu kommen, müssen wir uns nur an einen Spot niederlassen, der uns erlaubt, Metall und Zement so schnell und effektiv wie möglich zu bekommen, und wir haben im Nu die erste Verteidigung am Start. Durch den letzten Patch wurde zudem der Enforcer gebufft, der Cooldown von seinem Teleport wurde von 20 auf 7 Sekunden reduziert, sowie die Range von 4000 auf 5000 erhöht. Da ich lange nicht mehr auf Extinction war, sah ich nun die Möglichkeit, endlich mal wieder einen Enforcer benutzen zu können. Und einfach richtig lol, wie ich hier auf Extinction 15 FPS mehr habe als auf Aberration. So, ich überlege jetzt ernsthaft, meine vorläufige Base hier unten bei Metall zu bauen. Ich hoffe, da ist keiner. Ich wage mal meinen Jump hier. Es sollte zum Farmen nämlich relativ einfach sein. Da haben wir auch direkt einen Biberdamm, perfekt für später. Wie wäre es, wenn ich mir da oben hinten drin... Warte mal, war hier nicht dieses Loch? Yes, wie wäre es, wenn ich versuche, mir hier... was aufzubauen. Ich crafte mal eben die Foundation. Meint ihr, das ist besser hier? Ich guck mal, was man von außen sieht, aber man sieht sehr wenig, ne? Naja, hier durch den Baum, durch das Metall, klar. Irgendwann sieht man schon was, aber hier dieser Ecke wirkt auf mich wie ein guter Spot. Let's go for it. Mein nächstes Ziel ist erstmal Hide, ganz klar. Das wird jetzt erstmal die Grundlage sein. Ich muss mir eine Smithy machen, ein Bett und danach direkt einen Ofen. Halt das übliche Standardprozedere. Hier das Schwein könnte ich vielleicht noch nehmen, oder? Level 40, ja Mann. Das sollte unsere Lederprobleme jetzt erstmal eliminieren. Den Ofen habe ich damit drin. Genauso wie jede Sekunde das Bett. Ich hole mir direkt das erste Metall. Ich denke, zubauen werde ich die Base sowieso nicht. Da bin ich jetzt auch ganz ehrlich und hier hinten kann ich scheinbar nur ganz schwer platzieren. So, Hammer. Ich möchte wirklich nur den quicken Start mitnehmen. Schnell das Metall für den Dingens, für den Enforcer besorgen. Vielleicht noch eine Smithy und mein erstes Werkzeug machen und dann wieder zurück auf Abba. Da habe ich mal mein nächstes Opfer, Leute. Kommt schon, kommt schon. Kriege ich die Schilde noch? Das wäre ja insane. Ja, Mann, mache ich aber sehr geil. Oh, da habe ich ja mega abgestaubt. In manchen Bundesstaaten ist das verboten, so abzustauben. Mit ein bisschen Glück passt die hier auch noch irgendwo jetzt hin. Jawohl, boah, perfekt. Guckt euch das an, wie schmackhaft. Ich werde jetzt auch direkt mit der Metal Pack losziehen und die ersten Laternen farmen. Natürlich ist es ärgerlich, dass ich jetzt Foundation Wiped wurde. Und ich vermute auch, dass das Zuschauer waren, weil alle Basen, die in den Videos zu sehen waren, wurden freigelegt oder geradet. Tatsächlich hatte ich sogar alles fertig gehabt, um umzuziehen. Und ich wäre heute Morgen sogar umgezogen, kam dann aber on und die Base war schon weg. Unlucky Timing, aber gut. Das ist arg. Ich habe jetzt ordentlich was rangeholt. Ja, 200. Und habe mich dann auf die Socken gemacht, um die ersten Basen für die Early Game Raids rauszusuchen. Relativ schnell wurde ich fündig. Ein solider Steinklotz mit Metal Spikes außenrum. Das schreit mir nach gutem Early Game Loot. Ich merke mir also den Spot. Sollte ich Granaten haben, komme ich wieder. Mein Plan ist es jetzt, Turrets und eine Metallbase ranzuholen. Bauen und spielen möchte ich weiter, nämlich gerne auf Aberration. Das DLC macht mir unglaublich viel Spaß und da das die einzige Map ist, auf der es keine Flugdinos gibt und ich das sehr feiere, ist das für mich der Way to go. Die wichtigsten und zugleich einfachsten Ressourcen, die ich auf Extinction bekommen kann, sind Öl und Electronics. Damit ich mir keinen Dino zähmen muss, um Enforcer töten zu können und so einiges an Zeit spare, habe ich mir ein 1x1 an einen etwas versteckten Spot in der Nähe eines Enforcer-Spawns gebaut, um von dort aus mit meiner Armbrust den ein oder anderen Kill abzusahen. Wenn man es nämlich richtig macht und den Enforcer gut kitet, bedeutet sich genau in die Ecke stellt, an der er nicht ist, gehen die meisten der Enforcer-Hits daneben, sodass man aus relativer Sicherheit den Kill holen kann. Das Öl, den Dust sowie die Electronics kann ich wie gesagt sehr gut gebrauchen. Dazu gibt es natürlich den netten Nebeneffekt, dass es jedes Mal eine Blueprint für einen Enforcer gibt. Eventuell bekomme ich ja irgendwann mal wieder Lust, mir einen etwas besseren zu farmen. Durch den kürzlich erhaltenen Buff sollte ich mit denen auf Aberration nämlich auch sehr gut durch die Welt navigieren können. Da ich ja resettet wurde und weder Gleiter, Climbing Picks noch einen Rock Track oder ähnliches habe, bin ich auf Aberration ein bisschen gehandicapt, was das Movement und die Mobility angeht. Daher kam auch die Überlegung, hey, starte auf Extinction, hol dir den Enforcer und schau dir dann an, wo du auf Aberration genau bauen möchtest. Wie so oft habe ich mich in den Singleplayer geschmissen, um zu schauen, welche Spots gut sein könnten. Mir ist als allererstes eine Klippe eingefallen, an der ich bei meinem allerersten ARK Aberration Let's Play von 2017 mal gebaut hatte. Zu Fuß erreichen kann man den nicht, da ich den Enforcer in der Tasche habe, sollte das aber kein Problem sein. Und gerade die Erreichbarkeit macht den Spot zu einem guten. Dazu kommen die fehlenden Flugdinos, was das Turret tanken und Drain besonders schwer macht.
gemacht. Die Taschen also voll gefarmt, zurück an meinem Spot. War ich Fabricator ready? Was so viel bedeutet wie, ich kann die ersten Turrets craften. Das einzige, was mir fehlt, Electronics. Dazu kurz in die altbekannte Falle reingehüpft, ein, zwei Enforcer-Kills abgesnackt und erstmal eingelagert. Genug für Turrets hatte ich noch nicht, jedoch alle nötigen Ressourcen, um den ersten Enforcer zu craften. Insgesamt wollte ich mir 2 Stück besorgen. Einen wollte ich auf Extinction benutzen und den anderen hochladen, um auf Aberration einzuhaben, um erstmal nicht zum Basepot zu kommen. Im Anschluss ist der Plan dann, einen Ravager zu besorgen und mit Ziplines den Weg zu präparieren. Damit der Enforcer nämlich nicht stirbt, muss ich ihn permanent mit Energie, also mit Element Dust füttern. Den kann ich auf Aberration allerdings nicht so einfach farmen wie auf Extinction. Was bedeutet, früher oder später wird mein Enforcer einfach down gehen. Auf Long Term gesehen muss ich also wieder auf den Ravager umsteigen. Nach und nach habe ich dann die ersten Metallstrukturen und wertvolleren Ressourcen hochgeladen. Falls nämlich jetzt jemand meine Base findet, ist meine geleistete Farmarbeit derweil nämlich erstmal safe. Und ich brauche mir keine Sorgen machen, dass alles, was ich mir gerade aufbaue, direkt wieder genommen wird. Ich bin wieder am magischen Punkt der 3 Granaten angekommen. Und ich habe irgendwie im Gefühl, dass die Base, die ich vorhin gefunden habe, doch das ein oder andere Goodie hat. Ich meine, Metallspikes außenrum ist schon echt ein Zeichen für Luxus, für Reichtum und auch mentale Stärke des Tribes. Bedeutet, die sollte ich eigentlich gewissenlos wegfetzen können. Ich nähere mich so langsam dem Target. Ein Stück weit muss ich echt hoffen, dass sie nicht on sind. Ansonsten könnte das eine Hopsgehung sein und die haben oben eine Tür und unten. Und ich habe Grappling Hooks. Woo! Nice. Das hätten wir also. Auf der Base ist kein... Okay. Ich hatte die Befürchtung, vielleicht ist das hier oben ein Dino-Pen und man kann von oben reinfliegen. Kann man aber scheinbar nicht. Arg, ich hasse dich, ne? Das war meine 3. Granate. Jetzt reicht's nicht. Boah, nee, ey, ich kotze im Strahl. Ich müsste eigentlich genug haben. Yes. Oh, lucky. Dumm wie ich bin, habe ich einfach die Grappling Hook vergessen, Leute. Dumm wie ich bin. Ja, moin. Man nennt mich nicht umsonst den Ideenmaster, quasi den Arg-Gedächtniskünstler. Seht zu und lernet, wie euer Meister jetzt hier sein Outplay zückt. 3 zu 1 zückt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Perfekt. Jetzt habe ich es verdient, in die Base zu knacken. Und 3 zu 1 Roms, da sind wir drin. Okay, Leute. Das sieht mir ja gut aus, bitte. Lass hier Loot drin sein. Ja, ja. Da sage ich nicht nein zu. Gasolin haben sie auch. Und dann hier geht's zu einer Falltruhe. Da sind sie dann drin. Da kriege ich nicht connected. Gut, okay, aber wir wissen, die sind unlootet. Ich überlege mir was, vielleicht gehe ich da gleich nochmal rein. Ihr kennt Ark und ihr wisst, wie es ist, wenn der Loot ruft. Natürlich gehe ich nochmal rein. Vorher jedoch stand bei mir noch eine Weile Farming an. Die frisch gewonnenen Electronics haben mir richtig ausgeholfen und quasi 2 Turrets in die Tash spendiert. Im Folgenden habe ich mir noch einen weiteren Enforcer gemacht, wie eben angesprochen, um einen für Extinction und einen für Aberration zu haben. Ein Level 1 Enforcer ist in der Regel auch relativ schnell gefarmt, wenn man ein, zwei Spots kennt, an denen gut Laternen abzuholen sind. Ich muss gestehen, lang gehalten hat er nicht. Eventuell habe ich die ein oder andere Kraft meines ein oder anderen Level 1 Enforcers etwas überschätzt, aber umso besser. Auf Aberration kann ich jetzt einschätzen, was ich alles mit ihm taggen kann und was nicht. Das letzte Mal Extinction habe ich vor über einem Jahr, nämlich 2018, gezockt. Und da bringt an meinem besten Willen auch der Buff nichts. Ein paar Granaten später, Sharks vor der Base und donnert den armen Jungs die Hütte ein. Natürlich kann man sagen, Sharks, guck dir das doch mal an. Die haben Holzgeländer um ihre Base. Holzgeländer. Und einen Haufen Metal Spikes, aber keine Turrets. Das sind komplette Anfänger, musst du die wegraiden? Ich sag dazu, ja. Wenn ich es nicht tue, tut es jemand anders und irgendwie muss man ARK-PvP ja kennenlernen. Jetzt sind wir mal ehrlich, wer von uns wurde noch nicht aus seiner Steinbase am Strand weggeraidet? Leider muss ich dann feststellen, dass die Base von unten mit einem Airlock gesichert war. Bedeutet einer doppelten Tür. Ich habe mich also wieder ans Farm gemacht, mir erstmal einen Generator und alle weiteren dazugehörigen Utensilien besorgt und standardmäßig am Terminal hochgeladen, um den Loot zu sichern. Auf dem Weg konnte ich noch die ein oder andere Base finden und noch die ein oder anderen Mini-Goodies plündern. Besonders viel zu holen gab es allerdings nicht. Um gerade meine Eisenproduktion und damit das Vorfahren meiner Metallbase etwas zu beschleunigen, habe ich mir einen weiteren Ofen besorgt und habe damit die doppelte Produktionsmenge. Ein paar Enforcer-Kills später konnte ich mir dann auch endlich die ersten Turrets leisten. Richtig, richtig geil. Weitere Granaten im Gepäck stand ich also wieder in der Base. Vor mir 2 Türen. Links oder rechts. Ich habe erst versucht, etwas durch die Türen sehen zu können. Das hat auch geklappt und durch die vordere Tür konnte ich erkennen, dass das der Raum war, wo die Leiter von oben nach unten kam. Das sah allerdings nur aus wie ein Flur und nicht wie eine ganze Base. Von der anderen Tür jedoch kamen Geräusche, die mich auf eine Düngerproduktion schließen ließen. Und wenn wir mal ehrlich sind, wer baut seine Düngerproduktion in einen Extraraum? Das bedeutet, da wo die stehen, steht vermutlich auch der Rest der Crafting Stations. Tatsächlich durfte ich dann äußerst dumm in die Röhre gucken, als ich gemerkt habe, dass wirklich jemand seinen Preserving-Bin
in einen extra Raum gebaut. Innerlich kickt also der Autismus. Ich hatte noch eine Granate übrig und es hat zum Glück gereicht, um die letzte Tür auch noch aufzusprengen. Nach der Sprengung hat dann auch das Asperger gekickt. Als ich feststellen durfte, dass die Drecksleiter auch in einer Extrakammer ist, ich musste also nochmal 4 Granaten holen. Insgesamt war das Ding überhaupt nicht mehr worth. Aber einfach nur für meine Frustration und für das Gefühl, dass ich nicht irgendwann an der Steintür gescheitert bin, musste ich mir nochmal ein paar Granaten farmen und musste einfach nochmal eine Sprengung versuchen. Ich war mir auch ziemlich sicher, dass hinter der Tür jetzt wohl endgültig dann der Loot sein muss. Und glücklicherweise war er das dann auch. Stein fällt vom Herzen. Tatsächlich war die Ausbeute lange nicht so gut wie gedacht. Das Öl jedoch war echt gut. Später wollte ich mir nämlich noch einen Tresor besorgen und auf Aberration Öl zu farmen, kann manchmal echt ätzend sein. Von daher eine echt solide Grundressource. Dazu gab es auch noch mal eine Handvoll Electronics, die ich einfach mitgenommen habe. Mega gut. Ich meine, Turrets sind das, was ich gerade sowieso brauche. Meine Base ist weg, ich habe nichts. Jedes Turret, das ich irgendwie mehr bekommen kann, ist bei mir gerade Gold wert. Damit war der Extinction Run dann für mich beendet. Ich hatte alles, was ich brauchte. Mein Spaß. Ich habe mich dann dazu entschieden, ein Minimal Kit mitzunehmen und auf Aberration nur mit einer Metal Foundation, einem Bett, meinem Enforcer und ein bisschen Equipment zu starten. Ich bin rüber transferiert. Und das Abenteuer kann beginnen. Ziel ist es nun, zum Spot zu kommen. Mit dem Enforcer in der Tasche bin ich also bei einer noch unberührten 1x1 Steinbase gespawnt und habe mich von da aus auf die Socken gemacht. Enforcer gespawnt und ab dafür. Nach dem kurzen Ritt ins blaue Biom konnte ich also endlich die Säule hochklettern und den Baum erreichen, von dem aus ich auf das Plateau komme, das mir den Zugang zu meinem zukünftigen Spot sichern wird. Noch bevor ich überhaupt auf das Plateau komme, musste ich feststellen, Spikes. Der Spot war bereits vergeben. Wie sollte es anders sein? Ich hatte schon die gewisse Vorahnung, dass dieser Spot ein sehr begehrter sein wird und dass eventuell sogar der ein oder andere Alpha-Tribe hier bauen wird. Wir befinden uns hier ziemlich zentral in der Map, umgeben von jede Menge Eisen und Ressourcen, haben dazu ein Plateau, das sehr schwer zu erreichen ist und demnach auch sehr schwer zu raiden, ohne dass wir eine Cliff-Plattform benötigen, auf der wir dann bauen können. Also 10 von 10. Ich musste mich also dann zurückziehen. Chancen auf einen Raid auf diese Base hatte ich tatsächlich auch nicht. Wie ihr seht, ist komplett gedefft. Das kann ich komplett knicken. Den Spot werde ich auch in einer Woche oder zwei nicht frei bekommen, sofern ich mir keine Hilfe hole. Es war also klar, Sharks, du musst einen neuen Server suchen. Die Chancen, dass auf einem anderen Ark Aberration Server dieser Spot nicht belegt ist, sind sehr gering. Dennoch wollte ich es versuchen. Ich male mir nämlich echt gute Überlebenschancen aus, wenn ich einmal Fuß fassen kann und eine Klippe wie diese unter den Nagel gerissen bekomme. Ich musste also mal wieder auf einen Loot Drop warten. In Aberration einzufinden ist gar nicht so leicht. Ich habe mich also unterhalb der Brücke versteckt, an einem Platz, an dem ich gut AFK gehen kann und trotzdem in Reichweite einiger Loot Drop Spawns bin. Den ganzen Tag über hatte ich kein Glück. Nachts wollte ich an die Oberfläche, um zu versuchen, vielleicht in einem Obelisken oder einem Airdrop rüber zu transferieren. Und auf dem Weg zur Oberfläche, siehe da, schmunzelt mir ein grüner Airdrop entgegen. Richtig lucky. Mir blieb es also erspart, mich mit den ganzen Managamas und Drogtracks an der Oberfläche auseinanderzusetzen, die gerade ihre Lootdrops farmen, während ich auf einem Level 1 Enforcer rumkräuche und hatte die Möglichkeit, einfach wieder auf Extinction zu traveln. Dort angekommen, habe ich mir mit ein paar grünen Gems, die ich vorher noch auf Aberration zusammengekratzt hatte, ein paar Climbing Picks gemacht, um im Falle des Verschwindens meines Enforcers trotzdem zum Spot hochklettern zu können. Bin dann wieder losgeflitzt, um zum Transferterminal zu kommen, habe mir vorher noch einen weiteren Enforcer auf Tasche gepackt. Wenn ich nämlich jetzt wieder auf Aberration bin, brauche ich natürlich wieder einen Drop, um meinen Enforcer downzuloaden. Da, wie wir eben feststellen durften, das hin und wieder mal eine Qual sein kann, dachte ich mir, schadet es nicht, einen weiteren Enforcer auf Tasche mitzunehmen. Das Ganze entpuppte sich am Ende als gute Entscheidung. Ich konnte einfach spawnen und ganz schnell zum Spot rushen, durfte allerdings auch auf diesem Server erneut feststellen, scheiße, auch hier baut ein großer Tribe. Ich hatte jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder ich reise auf den nächsten Aberration Server, warte erneut eine Stunde auf einen Airdrop, Gefahr laufen, dass ich auch nach diesem Zeitinvestment immer noch nicht den Spot unter den Nagel gerissen bekomme. Oder ich gebe ihn auf und schaue nach ein oder zwei anderen Spots, die mir noch einfallen, die ich kenne, die ebenfalls sicher wären. Wie gesagt, so getan, bin ich am Rande des Anfänger-Spawn-Gebiets die Wand hochgeklettert, um an eine Plattform zu kommen, auf der man ebenso relativ gut ohne Cliff-Plattform bauen kann. Problem an dem Spot: erstens viel zu wenig Ressourcen in der Nähe und zweitens ein Tresor. Entweder wurde dieser Spot von einem Tribe gesichert, damit man hier nicht bauen kann, oder der Tresor ist ein Überrest von einem Raid. Wie dem auch sei, hier kann ich also nicht bauen. Ich bin ziemlich direkt zu einem Spot gerannt, den ich noch kannte. Überhalb des Fatal Lakes gibt es nämlich einen kleinen Schlitz in der Metallstruktur, durch den man hindurchklettern kann, hinter dem dann einiges an Platz ist. Ich habe diesen Spot allerdings nicht als Mainbase-Spot gewählt und auch nicht als ersten Spot, weil ich gehört habe, dass man angeblich durch die Decke dieser Struktur durch Mesh spalten kann. Das bedeutet so viel wie, wenn ich dort meine Dinos parken habe, kann man die eventuell einfach so durch die Wand killen. Und das sind natürlich weniger geile Voraussetzungen für einen Base-Spot in dem Sinne. Turrets hatte der ganze Hase aber nicht, das heißt, ich habe mir die Location gemerkt. Man kennt ihn ja. Ich habe provisorisch meine Gunpowder-Produktion losgekickt, eine Krabbe für Polymer getötet und konnte mir so noch eine Handvoll C4 verschaffen. Mein Plan, die Base knackig. Da ich sowieso in der Nähe war, habe ich noch einen schnellen Pearl-Run gemacht.
mit dem Enforcer. Mega geil. Falls ihr es noch nicht wusstet, die Enforcer schwimmen nämlich nicht, sondern laufen lediglich auf dem Boden, als wäre das Wasser nicht da. Das bedeutet, Perlenfarmen, gerade auf dem Grund des Sees, ist mit dem Enforcer einfach richtig nice. So konnte ich mir noch mehr C4 machen. Ich brauch's. Und war in dem Sinne erstmal ready. Meine dritte Base-Location war tatsächlich auch bebaut, wie ihr hier seht. Wo genau sich das befindet, möchte ich euch jetzt nicht zeigen. Einige von euch werden den Platz wahrscheinlich so oder so kennen. Er ist recht populär. Als Solospieler von der Größe genau richtig, dachte ich mir, ist das vielleicht eine Location, an der ich, auch wenn sie populär ist, trotzdem bauen kann. Nach der erstmaligen Sprengung und Entsorgung meines Vormieters dieses Platzes, war ich also bereit einzuziehen und konnte meine erste Base hinzimmern. Kurz daraufhin ist mein erster Enforcer dann krepiert. Ich hatte ja zum Glück noch einen zweiten im Upload und wie der Zufall so will, habe ich dann nach nur 5 Minuten Gesuche direkt einen Airdrop gefunden und konnte da fix meinen Ersatz-Enforcer runterladen. Ich brauchte nämlich einen Dino, mit dem ich ordentlich Stuff transportieren kann, um an meinen neuen Base-Spot zu kommen, und da bietet sich das natürlich an. Zwischendrin hatte ich mal wieder den Arc. Transferbug und ich durfte 2 Stunden lang laden. Ich hatte richtig Panik und bin halb ausgerastet, weil ich den halben Shit in meinem Inventar habe und es dann hängt. Tatsächlich habe ich während meiner Download-Sessions dann auch noch einen Spieler getroffen. Was heißt getroffen? Meine Fäuste haben ihn getroffen. Ich konnte mir den Rest holen, meine Base fürs erste stabil aufbauen und habe mich sicher gefühlt. Die Hauptressource, die mir nun fehlte, um meine Hütte aufzubauen, war Metall. Auf dem Weg zum Spot, wo ich jetzt gerne farmen wollte, hat einfach irgendein Halunk sich gedacht, zimmert er doch mal seine 2x2 Base genau ins Metall, damit da bloß nichts mehr spawnt. Richtig lol. Dem Jungen musste ich dann wohl oder übel klar machen, dass das so gar nicht geht. Das T4 für die 2 Foundations wasten wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich mir für ein bisschen was Besseres aufheben. Am Ende des Tages habe ich dann woanders Metall geholt. Konnte meine Base noch etwas ausbauen, beziehungsweise überhaupt erst anfangen zu bauen. Ich musste mir mein Design nämlich dann wieder umstrukturieren. Ich hatte am Anfang gedacht, ich baue links in der Ecke hinten einen 2x2 Metallklotz, musste dann aber merken, dass das von den Snap-Points überhaupt nicht funktioniert und das Arc einfach nur komplett buggt. Bedeutet, ich konnte keine Wand platzieren, obwohl eigentlich Platz da gewesen wäre. Aber, naja. Entschieden habe ich mich am Ende des Tages dann tatsächlich für eine 1x4 Base. Sehr extravagant, ich weiß. Das Design sieht man nicht alle Tage. Geht sogar so weit, dass manche Leute sagen, das ist überhaupt gar kein Design. Verstehe ich und sehe ich ein. In meiner Situation war das aber tatsächlich die beste Lösung, die ich hätte an den Start bringen können. Überlegt mal. Meine Base ist sehr eng, hat einen Eingang an der Seite und dementsprechend wenig Platz bzw. wenig Reichweite für meine Turrets. Würde ich meine Base jetzt mitten in den Raum stellen, könnte man mit einer Rakete einfach reinhalten und würde schon irgendetwas treffen. Beziehungsweise man könnte einen C4-Run riskieren und wäre einfach nach 3 Schritten an der Base. Dadurch, dass ich die Base jetzt 1x4 gebaut habe, habe ich nur noch eine lange Wand als Base und möglichst viel Freiraum davor, sodass wenn jemand in den Spot reingerannt kommt, meine Turrets maximal Zeit haben, um drauf zu schießen. War mir sehr wichtig und am Ende des Tages, glaube ich, auch eine gute Entscheidung. Ich habe da natürlich auch noch meine Defense etwas perversiert und bin die Wand hochgeklettert, um überhalb meiner Base noch einen weiteren Turret Tower hinzubauen. Ich denke, das ist richtig effektiv. Die Turrets da oben nämlich wegzubekommen, würde richtig scheiße. Und vielleicht übersieht der eine oder andere, der sich denkt, hey, die Base kann ich ja easy sprengen, den Tower da oben, rennt rein und wird dann abgeballert. In jedem Fall, denke ich, wird das mein Security Level um mindestens 3 Punkte erhöhen. Genauso wie ein Ravager, mit dem ich dann auch gut Eisen farmen kann. Und dem Vault, den ich mir nach einem verdienten Krabbenfinisher endlich craften konnte. Langsam aber sicher kam ich also wieder auf den Stand zurück, auf dem ich war, als ich geradet wurde. Fun Fact, das Ganze hat weniger als einen Tag gedauert. Um beim Verteidigen seiner Base besser zu werden, ist es, denke ich, immer eine gute Methode, selbst so zu tun, als würde man seine eigene Base jetzt raiden wollen. Das Gedankenspiel habe ich gemacht. Mir ist aufgefallen, wer mit einem Cryopod und einem Paracer oder ähnlichem in meine Base gerannt kommt und einfach sein Viech droppt, der kann in aller Ruhe tanken bzw. Platz schaffen, sodass jemand anders einen locker easy C4-Run hinlegen kann. Meine Antwort, Bärenfall. Das ganze Gebiet also endlich zugeklustert, habe ich mich stolz zu meiner Base zurückgezogen und ja, es passiert den Besten. Ich sag's, wie es ist. Nachdem ich also jetzt durch meine eigene Falle dazu gezwungen wurde, Apex neues Rust-Video zu schauen, hatte ich natürlich genug Zeit, um zu überlegen, was ich als nächstes tue. Mein Ziel? Das Red Hole. Red Hole nennt man Basen, in die man nicht so einfach kommt. Meistens haben Red Holes ein Bottleneck, also einen kleinen Eingang, durch den maximal ein Spieler passt, der den Raid auf die Base erschwert und den Input, den die Gegner geben können, minimiert. Da ich eh zu Fuß und alleine bin, ist ein Red Hole Raid, gerade ohne Turrets für mich, eigentlich genau das, was ich kann. Für mich sah die Base äußerst schmackhaft aus. Keine Verteidigung, ein paar Sachen aus Metall, volle Crafting Stations und der Rest aus Stein. Das einzige, was ich also tun brauchte, runterklettern und Lage checken. Wie es sich natürlich für jeden vernünftigen Arc-Profi gehört, habe ich erstmal versucht, ohne eine Sprengung in die Base zu kommen. Das Ganze stellte sich buggier raus als erst gedacht und ich war dann stuck. So, sag ich jetzt mal so. Irgendwann kam ich aber raus, mir reichte es und ich habe mir gedacht, komm Junge, du hast da C4E auf Tasch, mach es einfach ran und knall ihm die Hütte in den Nacken. Also, nicht schlank schlacken, Kopf in den Nacken, also dann in seinen Nacken meine ich. Kurz die Sprengung an den Start gebracht, erwartete mich nun ein Paradies voller Loot.
dachte ich. Tatsächlich war das ganze Loot technisch ein ziemlicher Reinschiss. Von außen konnte ich leider nicht sehen, dass er einen Tresor hat, was so viel bedeutet wie mir fehlt absolut C4, um da reinzukommen. Ich musste also frustriert zurückziehen. Leute, ich merke mir den Spot, ich hole mehr C4 und auch dieses Loch werde ich noch knacken. Ich bin also wieder auf den Beinen, hab eine Base und jede Menge Material, um Action an den Start zu bringen. Darauf werde ich die nächsten Folgen aufbauen. Ich hoffe mal, dass wenn Ark Genesis kommt, die Official Server nicht gewiped werden, sodass es sich noch lohnt, sich ordentlich aufzubauen. Genaue Informationen dazu gibt es leider nicht. In der Vergangenheit wurden selten bzw. gar nicht gewiped. Es gab lediglich hin und wieder Veränderungen in der Serverstruktur, weswegen ich auch nicht davon ausgehe, dass beim Genesis Release ein Wipe ansteht. Falls doch, müssen wir uns halt damit arrangieren. In dem Sinne, mein Name ist Sharks, ich hoffe, es hat euch gefallen, macht euch einen guten und ciao.